Damn Blumber is the place to be. Damn Blumber is the place to be. Damn Blumber is the place to be. Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von der Wiederholung Gameplay, mal wieder bei MS-DOS Revisited. Wir sind hier bei Wing Commander Privateer. Und warum habe ich Wing Commander Privateer genommen? Weil Wing Commander Privateer verbinde ich eine sehr tolle Story mit, die ich euch dann natürlich auch erzählen kann. So, ja, fangen wir erstmal neu an. So, please register your enter name. Ich bin, glaube ich, der Gameblamer. Mein Callsign ist Blamer. Ja, also hier könnten wir jetzt starten mit unserem Raumschiff. Geschichte ist halt, wir sind, ja, wir versuchen unser Business quasi aufzubauen. In der Welt von Wing Commander. Dafür müssen wir erstmal hier ein bisschen rumlaufen. Erstmal gucken wir mal. Mission Computer. Welcome to First Sector Mission Machine. To activate, please palm on image recognition. So, Attack Mission. Es sind 6 Missionen auf jeden Fall verfügbar. Attack Mission, Patrol Mission, Cargo Mission, Scout Mission, Patrol. Scout hört sich doch erstmal gut an. Possible Pirate Activity. Okay. Cargo. Und das ist, pick up a load of Tungsten and deliver to New Detroit Base in New Detroit System. A pirate encounter is possible. Patrol duty. Patrol of 5 Nav Points. Das hört sich doch gut an. Intro, Internet, Retro, in Rural Threads, Local Bases. Paid upon successful patrol of 5 Nav Points. So. Okay. Exit. Ja, auf jeden Fall, wir bauen hier quasi als Privateer, als, als Händler, der im Universum von Wing Commander rumfliegt, halt unsere Geschäfte. Hier können wir auch ein bisschen Uran und so ein Kram kaufen. Das lassen wir aber jetzt erstmal. Hier können wir noch in die Bar, da kannst du mit den Leuten quatschen und sagen, was geht denn hier so? Good. We could use some more flyboys hauling cargo around here. There's been a shift in demand from the usual metals to radioactive ore. Haven't seen anything like it. With the invention of particle weapons, radioactive ores became less and less valuable. I guess the Confed must be experimenting on some new weapon, huh? Well, the way the war is going, looks like they'll need it. Okay, also radioaktiver Scheiß ist wichtig. Nochmal. Welcome to the newest boomtown of the Gemini Sector. We got a hold of a dozen of those new sediment imaging satellites. And it's made all the difference in the world. SIS has revealed deposits of tungsten, iron, and radioactive ores we never would have found. Business couldn't be better, pal. You came at a good time. Okay, also sieht so aus, wir sollten, glaube ich, vielleicht doch ein bisschen radioaktiven Scheiß einkaufen. Uranium. Ja, obwohl, da war eine Mission, die war mit Tungsten. Ist egal, wir haben jetzt erstmal, guck mal hier, Ship Dealer, da kann man auch neue Schiffe mit verschiedenen Klassen holen. I hate to break it to you, but we've checked your account, and you don't have enough credits to buy this ship. She sure is a fine ship though, isn't she? Listen, I want to make a sale, you want to make a purchase. Let's look at the facts. You know the retail of this ship. I can use your ship for trade-in, plus your extras. Including your cash on hand, that still leaves you short. Go get some more cash and come back when you're ready. And don't feel embarrassed. Ja, ja, ja. War schon klar, dass ich mir die nicht leisten kann. Aber, egal. So. Hier können wir unsere Waffen aufrüsten. Jetzt ein Blaster. Also da kommt eine ganze Menge Kram. Tachyonkanone. Missile Launcher, Torpedo Launcher.
Dann können wir hier natürlich noch Missiles kaufen. Schildgenerator, auch gar nicht mal so unwichtig. Engine Upgrade, Afterburner, damit wir schneller vorankommen. Hier ein bisschen mehr, wie heißt es? Panzerung, Traktorbeam, Jump Drive. Also hier gibt es eine ganze Menge Kram, den man sich dann ans Schiff bauen kann. Wir kaufen mal den Laser. Am besten. No room on ship. Okay. Also der ist jetzt auch auf unserem Schiff anscheinend. So, Software. Mein Gott. Ja, dann kann man hier sich Maps kaufen, glaube ich. Wenn ich das richtig sehe. Ist schon alles zu lange her. Tripwire. Keine Ahnung, was Tripwire ist. Sieht aus wie Radioübertragungskram. Sowas in der Richtung. Ist egal. Wir gehen, machen jetzt erstmal hier Exit. Wenn wir wegkommen. So. Komm. So. Zurück zum Chip-Dealer. Und hier wollen wir eigentlich auch weg. Main-Konkurs. So, ab zum Hangar und Lounge. So. Map haben wir hier. Wir können aber eigentlich, wir können nicht schießen, nix. Ich kann auch gerade, ah, guck mal hier. Da. Da haben wir unsere Schilde auf E. Damage Reports auf R. Mit T können wir ein Target aussuchen. T ist Pause. Mining Base, Militia, never mind. Okay, also da können wir funken. Hello. Einfach nur hello. Ich suche jetzt gerade mal. So, Destination none, das stimmt ja gar nicht. Select a destination. Ja, möchte ich hier gerne. Ah, hier. Auf N. So, wo sollen wir denn hin? Wir sollen die 5 Navigationspunkte, glaube ich, ab, ne? Navigation 1. Jump 2, bla bla bla. Oder sollen wir da hin? Erstmal da. Da, Mission. Ich könnte es ja verstehen, dass es vielleicht gehen würde, wenn man nochmal N drückt. Ach, da! Ja, da sind wir. So, okay. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden. Ah, da. Ja, es geht doch. You're finished, Flyboy. Was? Wo? Da. Dabei wollten wir doch nur die Navigationspunkte abgehen.
Jawoll. So, da ist noch einer. Komm her. Dump your cargo before you blow, will ya? Ich dumpe hier gar nichts, Junge. Ich mach dich kaputt. Deine Mutter dump ich. Ja, jetzt siehst du genau richtig, Junge. Bam! Das kommt davon, wenn man sich mit mir anlegt. Na, so sieht's aus. So, Air, Repair, Damage Report. Oh, alles gelb. Ist natürlich nicht schön. So, gleich sind wir da. An dem Punkt, wo wir hin sollen. Das ist natürlich blöd ohne Maus. Ja, hier nur mit Tastatur, aber so war das halt früher. Mouseplay war noch nicht so in. Oh! Ich habe auch Raketen! Ja, toll. So, ich würde sagen, den Nav-Point haben wir. Jump-Tube-Führer Nies. Ja, da waren wir doch jetzt, ne? So. Ist abgehakt. Nav 3. Da müssen wir jetzt hin. Komischerweise, jetzt geht's mit Escape. Und wieder irgendwelche bösartigen Leute hier. Jo. Direkt schon aus der Ferne Rakete einfach drauf. Keine mehr. Egal. Ist erledigt. Ich wünschte, ich könnte meine Sachen einfach mal reparieren, aber ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich
können nur einen Damage Report kriegen. Kann man nicht irgendwie auch schneller fliegen? No missiles. Alle. Schade. Naja, aber seht ihr, wir wollten einfach nur eine Scout Patrol machen. Und was ist? Gilt noch nicht. Was ist, wir werden angegriffen. Überall werden wir einfach angegriffen. Ich meine, gut, diesmal waren wir nicht ganz unschuldig. Okay. So, das dürfte aber jetzt abgehakt sein, ne? Ja. Jetzt Navigationspunkt 5. Bevor uns irgendwas dazwischen kommt. Schon wieder Gegner. You're about to suck void, buddy. Greift mich doch nicht alle an. Nee, ich will einfach nur zu dem Ziel. Maybe we can do business sometime. Nein! Ach Mann! Ja, und da sind wir kaputt. Ja, aber ihr versteht das Prinzip, ne? Mal gucken, war sogar wirklich ganz raus. Man muss komplett ein neues Spiel anfangen. Ihr versteht das Prinzip, oder? Ist natürlich jetzt echt schlecht für uns gelaufen. Vielleicht hätte ich zuerst so ein Attack-Dingens machen sollen, was nur über einen Punkt geht und nicht direkt über 5 Navigationspunkte, damit ich sterbe. Aber ja, es ist halt außergewöhnlich, weil es ist halt nicht so eine Story wie bei Wing Commander 1, 2, 3 und 4. Sondern halt wirklich, man wird da hingeschmissen, man hat ein Raumschiff und man soll Handel treiben oder man soll halt Missionen erledigen, sowas. Ne? Man kann Handel treiben, man kann aber auch halt nur Piraten bekämpfen, man kann das Schiff aufrüsten mit Waffen, man kann aber auch die Ladekapazität erhöhen, man kann sich da sehr frei entscheiden, wie man im Wing Commander-Universum halt vorankommen möchte. Und das war halt was Einzigartiges bei Wing Commander Privateer. Anders als bei dem normalen Wing Commander. Wo man sich halt nicht entscheiden konnte, werde ich jetzt Händler oder werde ich Piratenjäger oder sonst was. Sondern, nee, da musstest du schon kämpfen. Ja, meine Lieben. Auch wenn ich jetzt total gesackt habe, total abgelust habe, hoffe ich, das Video hat euch trotzdem gefallen und euch vielleicht ein bisschen zurück an eure Jugend, in eure Jugend geschmissen. Ein paar Erinnerungen wachgerüttelt. Wenn ja, vergesst den Daumen nach oben nicht und schreibt es doch in die Kommentare. Würde mich wirklich auf eine kleine runde Diskussion mit euch freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wie es auch immer bei euch sein mag. Stay tuned, euer Gameblamer. Ciao.